Manch einer meint, Segeln ist langweilig. Immer nur Wasser und Himmel. Stimmt, genau das ist es. Wasser und Himmel. Wunderbar. In immer wieder neuen Farbschattierungen, Wellen- und Wolkenformationen oder Lichtspielen. Für mich gibt es keine bessere Entschleunigung. Raus aus dem Alltag und der Tretmühle einer immer schneller werdenden, verrückten, vernetzten Welt. Segeln ist wie Meditation und Medizin für die kranke Segeln. Segeln ist eine Philosophie. Wer schnell von A nach B will, wählt ein Flugzeug oder rast mit dem Auto. Zumindest nimmt er ein schnelles Motorboot. Wer hingegen segelt, hat Zeit und wählt den langsamen, aber weitaus schöneren Weg. Ein Segelboot ist ähnlich einer Schnecke, die ihr Haus mit sich trägt. Überall, wo ich gerade bin, sei es im Hafen oder geschützt vor Anker, mein Boot bietet mir alles, was ich brauche. Und das meistens mit der allerbesten Aussicht in herrlicher Natur. Apropos Schnecke. Mein 29 Fuß Segelboot Biedewind, 29 Fuß, das sind ungefähr 8,90 Meter Bootslänge, ist ein kleiner, stabiler Landkieler. Mit fast 4 Tonnen Verdrängung, kein Renner, aber gutmütig. Zuverlässig auch in schwerem Wetter bei rauer See. Die Biedewind bietet mir ein sicheres Zuhause, egal wo die Reise hingeht. Und mit dem Teak- und Mahagoni-Aufbauten ist sie wunderschön anzuschauen und fühlt sich schiffig an. Kurz, sie ist eine Augenweide in jedem Hafen. Beim Segeln ist der Weg das Ziel. Und Ziele gibt es vor der Haustür reichlich. Die raue Nordsee und die wunderschöne Ostseeküste mit der dänischen Südsee oder den schwedischen Schären. Es gibt keine Notwendigkeit, in die Karibik oder den Pazifik segeln zu müssen. Ist doch das Gute so nah und auch Rügen oder die Schlei liegen dicht vor der Tür. Selbst mit einem langsamen Segelboot wie der Biedewind, alles ist innerhalb weniger Tage zu erreichen. Und dann diese viele Häfen und Ankerbuchten mit den herrlichen Sonnenauf- oder spektakulären Sonnenuntergängen. Das ist etwas für Genießer. Badespaß mit inbegriffen. Herz, was willst du mehr? Du liegst im Päckchen und klönst mit den Bootsnachbarn. Tausch dich aus über das Boot, gute Ankerplätze oder neue Reiseziele. Grillenabende mit Musik gehören natürlich auch dazu. Ich komme von der Küste und liebe das Meer. Es war immer mein Traum, ein Segelboot zu haben. Und nun ist es seit 2014 wahr und ich freue mich auf die vielen kleinen Abenteuer, die ich mit der Biedewind erleben werde. Wie heißt es so schön? Das Beste kommt zum Schluss. Die Kinder sind groß, die letzte bald aus dem Haus und ich habe mehr und mehr Zeit für ausgedehnte Segelturns. Wenn du magst, abonniere diesen Videoblog und ich nehme dich ein Stück mit auf meine Reisen mit der Biedewind.